Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, was mit dem Baron seiner Tochter passiert ist. Und haben ihm auch erzählt, was los ist. Wir müssen immer noch die Frau von ihm suchen, das können wir jetzt allerdings auch machen. Aber ich kümmere mich erst um eine Quest, die hier ist. Und zwar sollen wir Ciris Zimmer untersuchen, was hier der Baron ihr gegeben hat. Habe ich es gesehen, jetzt offcam habe ich mich jetzt für die Mission entschieden. Wir haben auf jeden Fall noch sehr viel mehr zu tun, ne? Ciri war also hier. Ach, hier ist ein Lager. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf La Guerve, Kulturminister des Königreichs Temerien. Wer da meint, dass sich in Flüchen angeblich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit dem verfluchten Objekt verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegenüber Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Vera Cruz Leon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Eins sein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Dann reden wir mit Gretka, ha? Huh? Ja, ich klaue hier so viel Zeug in dem Schloss, das ist nicht mehr normal. Schwalbe. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Okay, dann können wir jetzt gucken, welche Quest wir als nächstes machen, ne? Der stinkt wie eine Milch. Wir haben sehr viele Hauptquests, wir haben ein paar Nebenaufgaben. Wir können Gwyn spielen, aber das machen wir erst, wenn wir die Quest mit der Mutter gemacht haben. Also die Familienangelegenheiten. Dann spielen wir Gwyn gegen den Baron. Wählen. Alter, hier sind so viele Nebenaufgaben, die wir machen können. Novigrad. Alter, wir haben so viel Zeug. Wir machen einfach alles, was wir haben, ne? Warum nicht? Gwyn spielen, das machen wir anders. Kümmern wir uns um die Familienangelegenheiten. Leiche. Die wilde Jagd holt sie alle.
untersuche alle Verbleibenden. Du willst mich doch verarschen. Die geben mir nicht mal Tipps. Irgendwo war doch das Haus. Also können wir doch nicht weitermachen. Echt jetzt? Wo ist diese Quest? Und welche Spuren? Anscheinend hätte Anna Sätze mit Zeichen in der Hand gehabt, die einige Augenblicke lang brannten, bevor das Monster auftauchte. Ich würde da mal schätzen, ich weiß nicht, was für Monster in diesem Game gibt, aber es klingt nach einem Dämon, oder? Oder nach einem Hexer. Nicht Hexer, meine ich, Zauberer. Die Antworten kennt nur Anna, doch die musste Geralt erst im Buckelsumpf finden, falls sie noch lebte. Buckelsumpf. Es ist hier, oder? Wisst ihr was? Wir müssen sie ja im Buckelsumpf suchen, oder? Also kümmern wir uns um das jetzt. Sie fordert es ja heraus. Sie wird jammern, wenn sie den Männern des Barons in die Hände fällt. Das hier. Machen wir das hier. Weil dann sind wir im Buckelsumpf und können vielleicht auch die Frau finden. Vielleicht sind die Quests ja auch miteinander verstrickt. Oder ich muss tatsächlich einfach alles angucken, jede Quest machen, um rauszufinden, wo die Frau ist vom Baron. Aber je mehr Quests wir machen, umso schneller leveln wir auf. Umso höher wir leveln, umso besser können wir Quests erledigen, umso bessere Sachen können wir tragen. Und wir können dann mit höherem Level auch unsere Dinger. Wir müssen hier hin, okay. Umso höheres Level wir haben. Umso höher. Bessere Rüstung können wir und Ausrüstung können wir tragen. Ich hab Geld in meinem alten Haus. Das höre ich schon, seit du eingezogen bist. Dann geh doch und wunder. Aber da hat sich. Beweg dich! So. Ich glaube, ich muss vielleicht tatsächlich bei der nächsten Box, wo ich tatsächlich Lager bin, einfach mal Sachen reinlegen, weil ich so viel Zeug habe. Ich frage mich eigentlich, ob wir unsere Sachen erhöhen können. Unsere Last, die wir tragen können. Momentan können wir maximal 60 Kilo tragen. Können wir die erhöhen irgendwie, die Last? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Egal. Sehen wir dann. Ich frage mich allerdings, welches Level wir mit Geralt erreichen können, maximal. Keinen Schritt weiter, sonst bist du gleich so kalt wie die anderen. Hey ho. Level 3 Plünderer. Komm schon, Kumpel. Okay, und jetzt haben wir hier eine geile Exekution. So. Warum war hier eine Quest angezeigt? Inventar. Armbrustbolzen. Stufe 15 brauchen wir die. Stufe 13. Okay. Gehen wir weiter.
Wir sind gleich da mit dem Hexen oder so. Ich sollte vielleicht echt mal das Blocken probieren in diesem Game, ne? Wäre sinnvoll. Okay, das ist jetzt ein komischer Weg. Okay, hier. Ja. Okay. Ich habe gerade richtig gesehen, da waren Maden drin, richtig? Alter, es ist ekelhaft. Ja. Hier, okay. Wir müssen tatsächlich einfach diesem Weg folgen. Dann wird das das Haus der Hexen sein hier, hä? Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören... Versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. What the fuck? Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich rede nur mit den Kindern.
Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Okay. Interessant. Klauen wir den Leuten hier noch das letzte bisschen, was sie haben. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Wie geht? Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Die Kinder sind so dumm. Ich nehme einfach meine Hexersinne. Perfekt. Da bist du. Du kannst rauskommen. Oh. Die finde ich ganz gut eigentlich. Es wird sogar angezeigt, ich soll die Hexersinne benutzen. Hab ich dich. Hast mich. So, zwei Hammer.
Zwei sind hier, also werden wahrscheinlich auch noch zwei hier hinten irgendwo sein. Okay, die ist hinter das Haus gegangen. Zum Geier? Ah, hier. Da bist du. Du kannst rauskommen. Gemein. Ich wollte gewinnen. Ich hoffe, dass der Letzte jetzt nicht von den Monstern hier im Sumpf erwischt wird. Wo ist der Letzte der vier? Ich habe euch gefunden. Jeden von euch. Aber mich als Letzte. Gehen wir zur Hütte. Ich sage, dass ich mich hab finden lassen, ja? Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Oma! Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen! Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal hab ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Hänsel und Gretel, das Märchen, ha? Aber ich schätze, die Oma hier ist die Dame, die dann die Kinder füttert, großzieht und dann tötet, oder? Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, habe ich Schreie gehört, dann Lachen. Ich habe mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien, die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Was ist los? Wer hat hier Arsch gesagt? Schlimmes Wort. Okay, hier hinten ist ein komischer Baum. Aber auch Ertrunkene. So, hier. So, hier. Gut, die ist down.
Finde Hansis Fußspuren. Die müssen hier irgendwo sein. Ja. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Okay, interessant. Der Sumpf ist voll mit Ertrunkenen, wie es aussah. Gut. Okay, wo geht der hin? Und wie ist er an den Ertrunkenen vorbeigegangen? Hier lang. Interessant. Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist. Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Buka? Ein Lutin? Na, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Okay. Mal schauen. Göttlinge. Scheinen eine Art nette Monster zu sein, hä? Huh? Und selten, wie Geralt sagt, anscheinend. Verdammt. Dicht bei mir. Ah, ich sehe schon, wo ich bin hier. Da sind so Giftwolken, wie ich sehe. Okay, was? Und wie hast du deine Stimme verloren? Das muss jemand geklaut haben. Die Hexe? Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims?
Etwas, das dir die Stimme zurückgibt. Dann muss ich wohl hochklettern. Hey. Ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge versuchen wir, die Stimme von Hansi zurückzuholen. Ciao. Euer Gladius.